Ja, wenn der Großmeister nicht sprechen will, dann fange ich mal an. Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Nennt mich auch Bruder Heinrich. Der Großmeister möchte gerade nicht sprechen, warum auch immer. Worum geht's denn? Die Streitkräfte des Deathwing sichern die Calibans Villa, also das Schiff, und das Genestealer-Lager, Gensaat-Lager, steht unter permanenter Bewachung. Aber unsere Arbeit ist noch lange nicht getan. Die Tech-Marine-Analyse des zweiten Genestealer-Schwarms hat etwas offenbart, das mir große Sorgen bereitet. Die Genestealer haben auf der Calibans Villa ein Brutunterschlupf errichtet, ganz in der Nähe der Kammer mit der Gensaat, nach der sie trachten. Ja, Verarbeitung läuft, ich kann noch nicht auf Start drücken. Was lädt der immer so lange? Hallo, my As kitty. valuable as it is to the chapter, the Gene Stealers seek only to pillage and corrupt its secrets. This swarm of Gene Stealers already contains the code of our ancestors. They cannot reunite with the Tyranid fleet. The genetic code of the Lion and the Dark Angels, the grand creation of the Emperor, would be perverted into countless alien monstrosities. These abhorrent creatures must be destroyed quickly. Broods of hybrids have activated the energy grid powering nearby banks of savior pods, giving them the means to dispatch their gene-bearing abominations to the approaching Tyranid vessel. Stop this Xenos plot at all costs! Ja, ich würde sie gerne, wenn ich hier Einsatz beginne, ne? Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. So, ich habe hier mich jetzt mal für die Plasmakanone entschieden. Und meine anderen Brüder, die beiden, bleiben mal so, wie sie sind. Das heißt, er mit seiner dicken Wumme. Und ihmchen. Das Doofe ist nur, ich würde den Arzt ja eine geilere Waffe geben. Aber dann verliert er, ich weiß nicht, ob er seine Wirkung verliert als Onkel Doc. Und wir haben hier leider nur Energiehammer, haben wir nicht. Ich hoffe mal, dass die Klasse dann gleich bleibt, dass er einfach, oder wir machen mal einen Nahkämpfer aus ihm. Ach komm, ich versuch's mal. Onkel Doc, der Nahkämpfer. Ich hoffe mal, dass er weiter heilen kann. Das testen wir jetzt einfach mal. Aber in den Einsatz müssen da verhindern, dass die. Escort Brother Barrakeel to the Savior Array Interface Chamber. Mission parameters incoming. Every Xenos in this new swarm contains a mockery of our chapter's genetic heritage. Not a single gene stealer of this swarm can be assimilated by the Oh. Tyranids if they do not obtain the purity of the chapter. If it happens, these monsters will defile our heritage. Let free the fury of your heavy weapon, brother. None of them shall survive. Ich musste gerade lachen, der eine Tyrannide, Terminator, als ich gelaufen bin, der kam auch hinterhergelaufen. Das Bild sah so schon auch so aus, als hinterhergezappelt ist. Oh ja, Maschinengewehr. Warte mal, warte mal, warte mal. Los, Onkel Gott, Nahkämpfer. Überhitzt, das ist der Nachteil. Da muss man mal zuhauen. Und auf die Fresse. Ey, ich hau dir auf die Fresse. Ach, geh doch kacken, Alter. So. Und schnell weiter hier, bevor die nächste Brut kommt. Upsala. Wollt ihr nur Deckung geben, Mann? Gut. Kommen wir weiter? Ah, so ein Liktor oder sowas. Wenn das ist ja unterwegs hier. Ist blockiert. Holy shit! So, weiter. Dann gehen wir hier durch. Und mein Universal öffnet die Tür auf. Hast du? Hast du? Hast du? Gut, gut. Komm, 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 komm. Komm her. Boah.
erwischt natürlich meinen Kollegen volle Kanne. Ah, da hinten ist eine Tür offen. Die ist verbarrikadiert. Links auch. Dann nehmen wir die da. Sesam, öffne dich. Kommt er? Und machen wir die Kackluke zu. Ich renne hier einfach kreuz und quer lang, aber hat schon irgendwie seine Richtigkeit. Hier müssen wir hin, okay. Der Scan ist nichts, okay. Das klingt irgendwie hinter uns. Komm, machen wir schnell weiter. Oh! Was war vor uns? Oh, neben mir. Achso, das war einer von meinen Leuten. Jetzt war ich gerade gedanklich bei den Tyranniden. Lass uns da schnell rein. Kommst du? Wenn ich den ganzen Tag Zeit mache, die Kackluke zu. So, sollen sie mal gucken, was sie machen, die Kackbratzen. Ach du Kacke. Wir hatten auf mich geschossen. Doc. Ja, das ist genau das, was ich gerade dachte. Hier, seht ihr's? Er ist noch. Wo ist er? Der hat noch ein Symbolarzt, kann mich aber jetzt nicht unterstützen, weil er ihm da wahrscheinlich das Werkzeug fehlt. Das ist jetzt natürlich fantastisch. Das heißt, ich muss demnächst irgendwann ein Zitor öffnen und dann, ja. Kann ich jetzt scannen? Oh, kann ich da Haki machen? Keine Feinde in Sicht, das ist natürlich doof. Das heißt, wir können es zerstören. Das fuckt mich ja gerade echt eher ab, ey. Oh, wir sind sowas von. Aber meine Rüstung ist ja schon fast im Arsch. Dann zerstören wir das einfach mal. Versteckt sich da noch was? Gut. Da müsst ihr schon drauf schießen, Jungs. So, ich wollte mal die Tür öffnen. Blockiert, ich hole mal einen Universalöffner raus. Zack! Ja, das wird so nichts. Ich aktiviere das C-Tor. Oh, yummy, 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 du! Beam uns weg, Scotty! Ja, das war ja mal sowas von knapp, weil meine Hülle war sowas von dermaßen im Arsch. Hallo! Einmal. Ich behalte mal die Plasmakanone, aber er braucht unbedingt seine Sturmbolter wieder. Und sein Werkzeug. Das ist ja sowas von scheiße. Puh! Jetzt haben wir unseren Doc wieder. Schade. Wäre cool gewesen, wenn er seine Dock-Fähigkeit behalten hätte, aber nein. Geht natürlich nicht. So. Jetzt haben wir da natürlich aufgehauen. Oh, scheiße, weg. Mach den Luke zu. Der war groß. Da ist auch eine Tür, die schließen wir auch mal. Oder blockieren wir am besten. So. Alter. Ach, da müssen wir was aktivieren. Ich habe mich erstmal nur auf die Türen konzentriert. Alter, ich dachte, das war von meinen Leuten. Kleine Sacknaht, ey. Gut, habt ihr? Schnell aktivieren. Aktiv. Nee, das ist ein Sitz. Cover me. I'm
Ja klar, der mit der dicken Wumme muss jetzt da hantieren oder was? Was bist du, ey? This one is mine. Doc, du musst dich selber heilen. Oder? Was? Mein Feuer kommt gleich in 7 Sekunden wieder. Ach so, da muss den Balken da oben voll kriegen. Rechnung läuft. Scheißen Dreck. Trinke jetzt mal einen Kaffee. Ah, Junge, komm. Gib Gas. Gut ist echt, dass sie die Tür nicht aufkriegen. Sonst hätten wir wahrscheinlich hier noch mehr Party. Ah, da klopft irgendwo was. Lass nach, Junge! Alte Spucknaht, du. Oh. Ich liebe es, wenn sie zerplatzen. Genug, gut. Die Tür habe ich leider zerkloppt. Das hätte man nicht zerkloppen müssen, ey. Oh Gott. Der darf nicht ankommen. Der darf sowas von nicht ankommen. Gerade irgendwas explodiert, verdammte Scheiße, ey. So, heil mich mal, Doc. Oh, da. Danke. So, über die Hälfte haben wir schon. Schon bin gerade ins Mikro gekommen. Alter, jetzt reicht's hier mal lang. Unter uns, unter uns. Wieder dicke beschädigt, Junge. Helf mir! Oh, du bist gestorben. Scheiße, we finally found the artifact that I had seen, and perhaps was the source of the visions that beset the Librarius. In the ancient Dark Angel ship, we uncovered a gekillt von irgendwelchen Billigeinheiten. So, jetzt haben wir hier einen Ladepunkt. Safe Point gab, wunderbar. Doc ist auch Doc. Dann versuchen wir es nochmal. Du musst auch mal kaputt hauen, Junge. Achso. Aber der Große, der zwischenzeitlich kam, ein bisschen gespuckt hat und so, der darf nicht ankommen.
wieder. Ups, das war... Nein! Oh, ich habe alles gerade gedrückt. Scheiße. Ich wollte das nicht, es tut mir leid. Toll, jetzt habe ich nur noch ein Psi-Tor. Aber wir hatten ja vorher schon mal eins zurücknehmen müssen. Hello. Ach, wie sie zerplatzen. Ich liebe es. Oh, das war wär fast doof gewesen. Eine Zweitwaffe wäre geil. So ein Bolter. Diese schwere Waffe und in der anderen Hand ein Bolter. Ne? Hat der mich hier gerade erwischt? Alter, das ist was, wollte eigentlich jemand anders erschießen, der kam dann gerade. Das hat echt gepasst wie die Faust aufs Auge, ey. Oh, fuck you. Ah, es war zu früh mit der Flammkacke. Hätte ich noch aufheben müssen. Ah, ich hab gerade Ladehemmung gehabt. Du ihm hier nämlich da. Doch, näher dich nicht ihm. Näher dich nicht ihm. Doc, nein! Komm zurück! Doc, heil mich! Oh fuck, das war's mit meinem Doc. Fuck. Ja, toll. Jetzt sind wir alleine. Beine sind leicht kaputt. Ah, klopfen sie wieder an. Zitor! Unbedingt! Ich darf nichts mehr abkriegen! Beam me up, Scotty! Ach du Scheiße, ist das knapp! Ja, nice! Alle Psi-Tore jetzt benutzt. Das Level haben wir erst angefangen. Boah, hau dir noch einen auf die Nuss. So, jetzt ist der Onkel Doc wieder da. Ey, Junge, Brachiel oder wie du hieß, ey, beeil dich. Aber mal die Fresse schießen. Puh. Noch 30% oder so. We are the angels of death.
Komm, da sind noch so 15% oder so. Junge, komm. Jetzt würde ich locker sagen, ein bisschen mal 10%, oder gerade mal 10%. Berechnung läuft. Hast du? Fertig oder was? Missionsziel erfüllt. Abgeschlossen. Ja, jetzt haben wir die letzte Waffe bekommen. Streitkolben der Absolution. Also es ist ein Schild und ein Streitkolben. Also was, wohl was Besseres als dann Energiehammer. So. Dann machen wir mal weiter. Wo müssen wir jetzt hin? Done. To maximize the pod's destruction, we need to place a modified teleport beacon in the location I'm sending. Ja, das klingt wieder schon nach Spaß. It will allow our ship to pinpoint its gun batteries directly onto the pods, vaporizing them. We await your signal, brother. Ja, ich warte auch auf mein Signal, du Horst. Großadmiral Horst. So, muss ich. Ach, da wir haben. Da, wo wir verschlossen haben, müssen wir hin. Und durch. Wir haben kein Psi-Tor mehr. Ah, da schnappt doch schon wieder irgendwas. Es ist groß. Mach mal daneben auch noch. Nimm mal in die Fresse rein. Bringt was. Oh, schon wieder daneben. Du bist schon so groß. Wie kann man daneben schießen? Ist tot? Ey, das ist ja fast ein Carnifex, ey. Carnifex ist auch noch größer, dann kannst du echt mit Panzer kaputt machen. Gehe ich überhaupt richtig lang? Ich glaube, ich hätte woanders lang gehen können, egal. Ich hau mir jetzt hier den Weg durch. Ah, wir gehen hier außen lang, okay. Geht nicht, zack, Universalöffner. Universalöffner, ich aufgekriegt. Geht doch. Ich brauche wohl bald einen neuen Universalöffner, ja? Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken und weiter hier. Lebt noch was? Nö. Los, weiter, Soldat. Ach du, hier geht's gar nicht weiter. Dann mach ich mal zu, dass von da nichts mehr kommen kann. Jetzt habe ich wie meinen Kollegen geschossen. Ach, fuck, ey. Wo gehen wir denn hier lang? Ich sag bloß, ich bin jetzt wieder da, wo ich losgegangen bin. Geh mal weg da. Ja, irgendwie schon. Nein. Ach, kacke, ey. Einmal im Kreis gegangen, weil es so schön war. Shit. Geht's hier irgendwie weiter? Eins. Wo ist der andere Kollege?
Der hängt da irgendwo fest. Ich glaube, ich kotze. Wo bleibt mein Kollege? Kann fliegen. Da hängt doch mein Kollege. Ey Kumpel, wo bist du, Mann? Kommst du? Bleibst du hier stehen? Machst du Mittag oder was? Ruht der sich da aus? Schaukelt sich die Eier? Waren schon 20 Kilometer weiter. Ja, das ist immer das Problem, wenn man solche KI-Kollegen hat. Die bleiben ja immer gern bei solchen Spielen immer hängen. Das ist immer ätzend. So, die Luke können wir zerstören. Danke für die Warnung. Die habe ich gerade echt nicht. Vielleicht kommen wir da weiter. Ey, noch einer. Mann, hier geht's denn wieder runter. Von da sind wir durchgekommen, oder? Komm mal da weiter. Ich glaube nicht. Scheiße. Scheißendreck. Jetzt sind wir wieder hier, das gibt's doch nicht. Da gibt's kein Durchkommen, da oben. Wir müssen irgendwie da durch. Ja, ich hasse ja sowas, echt. Links ist gesperrt hier, ne? Hier komme ich auch nicht durch. Nee. Definitiv nicht. Und da sind wir, glaube ich, gerade gekommen. Geht's vielleicht runter? Dass wir vielleicht unten weiterkommen? Ah, hier könnte es in die Richtung gehen. Mal kurz auf die Karte. Eindeutig, hier sind wir richtig. Ui! Brennen wir mal den Scheißladen aus da. Oh, kommt mal durch da. Luke dicht. So, jetzt mal einen Schluck Kaffee. Hm, viel habe ich nicht mehr übrig. Am besten müssen wir bald durch sein mit dem Spiel, mit dem Level hier. Ah, habt ihr ihn erwischt, du kleiner Sackgang. Ah. Das klingt wieder nach einem... Jetzt wieder einen großen Gegner. Jupp, da ist er. Sein komischer Leuchtestrahler da. Missile Launcher has been silenced. Überall nicht durch, ey. Na doch, da geht's weiter. Kommt er rein oder wollte er da irgendwie in der Tür stehen bleiben?
Und die Lupe dicht. So, einmal bitte alle durchheilen. Ich treffe einfach nicht. Oh. Doch, einmal doch heilen. So, jetzt geht's weiter. Kann man den Laden da dicht machen? Scheiß Tür zu da. Was ist das denn da? Schwarz. Ist das? Das könnte. Nee. Three are the angels of death. Ich mach hier auch mal die Lücke zu. Na, kommt da hinten mit hoch? Zack, gleich auf die Fresse. Das war ein. Weiß ich nicht. Ein Carnifex ist noch größer als ein Carnifex. Ein Brutvater oder Brutmutter, was es nicht alles gab. Auf jeden Fall größer. Ich hab keine Ahnung, was das war. Es ist auf jeden Fall groß. Gut, dann Universalöffner. Los, weiter. Ist der richtige Weg? Ey, Soldat, komm! Ich mach erstmal Luke zu wieder. Könnt ihr nicht unendlich heilen? Oh, könnte so die richtige Richtung sein. Könnte. Durch hier. Ich habe noch nichts Geheimes gefunden und so, ne? Das ist kein Relikt. Außer meine Kaffeetasse. Die jetzt leer ist. Ja, ich kann sie hören. Überhitzung. Weiter geht's. 100 Meter sind wir entfernt. Da gibt's auch wieder eine Tür, die machen wir hinter uns zu. Oh. Aha. They are overwhelming us. Na, kommt. Ah, hier ist ein Hammer. Nee. Wie ist der? Hawkeye? Nee. Hawk irgendwas. Fluggerät der Space Marines auf jeden Fall. Und das sind diese Valkyren gewesen von der Imperialen Armee. Ah, cool, cool. Und wenn ihr da drinnen seid, macht mal die Luke dichter. Oh, Backe. Ich hab irgendwas vergessen. Scan. Hacken. Hacken wir mal. Eine Runde.
Irgendwie bringt's nicht. Irgendwie ist das doof. So, dann zerstöre ich den mal. Sind noch alle am Leben? Ups. Gut, das war Alien-Grütze. Wo müssen wir entlang? Ich hole mal Universalöffner raus. Kann ich ja wieder scannen und hacken, hacken, hacken. Schüchtern. Ich treffe den nicht. Na gut, dann komm, zerstören wir den. Kackwaffe. Ruhe da im Karton. Geht mal weiter. Scheiße, keine Türen, die mal verriegeln können irgendwie. Ach, wir sind noch gar nicht da, wo wir hin sollen. Hier wieder rum. Okay, ich hätte mal, glaube ich, erst scannen sollen und hacken sollen. Kein Feind in Sicht, das heißt, wir können zerstören. Oh. Alter! So. Heil mich. Okay. All den Kollegen. Was? Und heil dich selber. Nein. Da kommt hier rein, ey. Kriegst du auch nicht zu, den Scheiße, ne? Oh, haben sie alle erst gerade geheilt? Fuck, ey, ich bin schon fast wieder tot. Ah ja, hier war ja noch irgendwas in der Nähe, ne? Scan? Zerstör gleich, komm. Normal, ich hab's abgebrochen. So, zurück. Weiter, schnell den Sender platzieren. Ey, was ist denn das? Was erwischt mich da immer? Mission abgeschlossen. Super. Ach, irgendeine tolle Rüstung gekriegt. Neue Rüstung am Brückenkopf verfügbar. So.
Ich glaube, das war's jetzt wirklich. Ich hoffe es. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir doch gerne ein Like und einen Kommentar oder ein Abo da. Also, das war nicht so leicht, wie ich es mir erhofft hatte. Aber nächstes Mal geht's weiter. Haut rein. Ciao.